tierisch unterwegs wird Ihnen präsentiert von der WVG MBH Greifswald. Adaiguma oder Raton Laveur. Der in unserer Sprache als Waschbär bekannte Kleinbär hat im Sturm das Internet erobert. Auf Plattformen wie YouTube oder Instagram finden sich abertausende Videos der klugen Schelme. Auch im Greifswalder Tierpark ziehen sie die Besucher in ihren Bann. Doch nicht jeder ist den Fellnasen wohlgesonnen. Vor rund 90 Jahren fingen sie an, sich in den Wäldern Deutschlands zu vermehren und stellen nun einen weiteren Fressfeind für viele Bewohner der heimischen Natur dar. Die 6 Waschbären im Greifswalder Tierpark sind dagegen aber harmlos, da sie viel lieber schlafen und kuscheln, als selber Beute zu fangen. Wir hier für uns, für den Tierpark, wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Tiere haben, sind bei den Besuchern absolute Publikumsmagneten, sind Publikumslieblinge, merkt man auch immer wieder an den Patenschaften. Es wird immer wieder nachgefragt, können wir dann nicht einen Waschbär irgendwie als Tierpatenschaft übernehmen und so weiter. Das merkt man, sind so die Hauptfavoriten. Und auch wenn man mit den Leuten so eine Runde macht, eine Führung, kriegt man immer so das Feedback zurück, dass die Waschbären doch ganz beliebt sind bei den Besuchern. Weil sie haben eben so eine ganz sympathische, nette Art. So ein Kleinbär ist sehr hübsch, sehr niedlich. Mit diesen schwarz geschminkten Augen sehen sie doch aus wie kleine Räuber, irgendwie wie kleine Banditen. Das zieht sehr bei den Besuchern. Die kommen also wunderbar bei den Besuchern an. Auch wir wollten sehen, was den Waschbären so charmant macht und haben den Kleinbären im Tierpark einen Besuch abgestattet. Auf den ersten Blick zeigte sich die mutigste von ihnen, ein älteres Weibchen, etwas zurückhaltend. Doch mit Geduld und vor allem auch Essen im Schlepptau war die anfängliche Befangenheit verflogen. Bananen, Blaubeeren, Weintrauben und Co. wurden gemampft, während ich die Chance nutzen konnte, um hier und da zu streicheln oder Fressen zu reichen. In freier Wildbahn ernähren sich Waschbären von dem, was sie finden können. Eier, Vögel oder auch die Inhalte von Mülltonnen stehen auf dem Speiseplan. Die Kleinbären im Tierpark genießen den Luxus, 2 Mahlzeiten am Tag ganz ohne Anstrengung zu bekommen. Morgens gibt es eine kleine Ration, die sollen ja am Tag auch ein bisschen unterwegs sein, sollen aktiv sein, sollen sich bewegen. Und abends dann oder nachmittags zur Futterrunde kriegen sie ihre Hauptportion. Das ist dann immer ein schön zubereiteter Obst- und Gemüseteller, wo die Leute dann eben auch noch ganz gerne drauf gucken und sind dann immer ganz neidisch, was hier für schönes Futter gereicht wird. Und machen wir auch wirklich mit viel Liebe und Sorgfalt. Das soll also einladen. Man kennt ja das Sprichwort, das Auge isst irgendwie mit. Und das soll bei den Tieren dann eben auch so. Eier, Fisch, Küken und Mehlwürmer sind sehr beliebt bei den Waschbären des Tierparks. Den größten Teil ihrer Nahrung machen allerdings Obst und Gemüse aus. Die Tiere gaben sich an dem Nachmittag sehr zufrieden mit ihrer Mahlzeit und schmatzten munter vor sich hin. Wer in letzter Zeit das schöne Wetter für einen Besuch im Greifswalder Tierpark genutzt hat, dem wird aufgefallen sein, dass sich so einiges am Waschbärengehege tut. Denn angrenzend zu dem bestehenden Areal entsteht eine Erweiterung, die den kleinen Charmeuren neben mehr Platz auch 2 weitere Klettermöglichkeiten bieten wird. Das neue Gehege sollte ursprünglich zu Ostern fertiggestellt werden. Doch durch den Lockdown und die daraus resultierende Kurzarbeit einiger Mitarbeiter zieht sich die Fertigstellung bis in die Sommermonate. Die Anlage wird 2 Drittel größer sein als die jetzige. Die größere Fläche wird nicht nur für eine Verbesserung des Tierwohls sorgen. Wir haben jetzt 6 Waschbären im Bestand und wollten uns eigentlich jetzt nicht unnötig noch ganz, ganz viele Tiere dazu holen. Aber es ist immer wieder so in den Frühlings- und Sommermonaten, dass dann noch mal Jungtiere gebracht werden, die irgendwie von der Mutter verlassen wurden oder die getrennt wurden von der Mutter und die dann eben besonderer Pflege bedürfen. Und ja, wir hatten uns jetzt so geeinigt, wenn die Anlage dann fertig ist, dass wir vielleicht noch mal 2 bis 3 junge Waschbären noch mal mit nicht holen, sondern wenn es dann so ansteht, wenn die uns gebracht werden sollten, dass wir die dann wirklich aufnehmen, aufziehen und dann können die hiermit integriert werden. Neben eventuellem Zuwachs wartet ein weiteres mögliches Highlight auf die Besucher: Fütterung bei den Waschbären. Das Konzept steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber erste Ideen sind schon vorhanden.
Wenn wir das vielleicht hinkriegen sollten mit einer dosierten Fütterung, dass man wirklich nur begrenzte Futterportionen oben verkauft, also ich denke dann Erdnüsse vielleicht. Tiere gewöhnen sich sehr schnell daran. Erdnüsse ist so ein absolutes Highlight-Futter für so einen Waschbär, da freut er sich massiv drüber. Und dass der Besucher dann vielleicht so 10 kleine Erdnüsschen kaufen kann und kann die dann reichen. Und dass man das dann begrenzt oben, dass man sagt, man verkauft da 10, 20 Portionen oben. Nur dann hat der Erste, der da ist, hat dann eben das Glück und kann die dann eben hier auch füttern, hat die direkt im direkten Kontakt, kann die aus der Hand füttern. Die sind ja auch sehr lieb, die Waschbären. Das würde ich schon sehr, sehr schön finden, wenn wir sowas hinbekämen. Es wird also noch etwas dauern, bis Besucher die Möglichkeit haben, selber auf Tuchfühlung mit dem flauschigen Banditen zu gehen. Bis dahin liefern wir Ihnen aber schon mal einen kleinen Vorgeschmack.